Jetzt habe ich ein Riesenhirn. Auch schön irgendwie. Das große Hirn, die Riesenfliege. Mhm. Oh, hi, Chop. Möchtest du bitte mal das komische Hirn fressen? Langer Raum gegen Chop ist irgendwie witzig. Zumindest wenn man so schnell ist. Ins Gesicht. Hart. Bin ich froh, dass ich eben noch Technology gefunden habe. Sonst hätte ich irgendwie deutlich schlimmere Probleme gehabt. Ich lasse das erstmal liegen. Oh, oh, oh. Das ist nicht schön. Erstmal. Reichweite. Axt. Es hat geklappt. Ich bin drunter hergelaufen. Ich bin drunter herlaufen können, wollte ich eigentlich gerade sagen. Gottes Willen, ey. Das Witzige ist, ich komme, wenn ich in den Boss-Challenge-Raum reinkomme, sogar mit einer Horde of Babylon da rein. Das wäre natürlich sehr geil. Okay, lassen wir erstmal alles liegen, denn das kann ich ja dann nachher alles wieder mit meinem Glas einsammeln eigentlich. Das heißt, aktuell verliere ich wirklich nichts, selbst wenn ich mich einfach nur da so runterhaue. Also mit irgendwas völlig Nutzlosem. Ein Feuer oder so. Oh, ein Headless Horseman. Prima. Auch immer so Gegner. Wow, Gegner, die man gerne sieht. Tja, wo könnte ich jetzt... Wo sollte ich jetzt? Hier oben gab es doch... Na komm. Das ist... I can see forever. Oh, cool. Warum nicht? Was ist das? Range down. Das ist mir jetzt egal. Aber ganz ehrlich, ich mach das jetzt so. Zack. Die Wheel of Fortune ist mir gerade egal. Gut. I can see forever. Da könnte ich jetzt mich natürlich nochmal kurz umgucken, ob ich irgendwo den Geheimraum finde. Da ist er. Nein! Oh, Snizzle! Warum? Du Honk! Du absoluter Depp. Gott, nein. Ein halbes Leben, ey. Krieg zu viel. Warum bin ich... Toll. Ganz, ganz toll. Ich hab mich echt irgendwie... So. Ihr merkt meine Range, Rage wahrscheinlich gerade, Range. Ihr merkt meine Range, meine Rage. So. Wahrscheinlich lohnt sich das ungefähr shit gar nicht. Oh Gott, was konnte der nochmal? Okay. Konnte bösen Scheiß. Der mir nicht gefällt. Oh, er konnte dunkel machen vor allem auch. Dann sehe ich den ja schlechter, wa? Ist das der Sinn des Ganzen? Ich weiß es nicht. Vielleicht macht das auch noch irgendwas anderes Interessantes, was ich nicht verstehe. Ja, ich glaube scheinbar nicht so richtig. Kaboom. Oh, hi Loki. Two of Spades. Ich glaube, die benutze ich gleich erstmal. Weißt du was? Die benutze ich einfach jetzt. Zack. So. Two of Spades. 6 Schlüssel und so. Okay, in dem unteren war ich schon, in dem unteren, ach, ich muss erstmal die ganzen Herzen wieder einsammeln, weil wegen, Glas wieder voll machen. Das ist sogar ein halbes, das passt mir ganz gut. So, das Glas wird jetzt natürlich erstmal nicht wieder voll, aber hey, whatever. Nein, nicht die Broken Remote. Alles, aber nicht die Broken Remote. Irgendwo sollte doch theoretisch sogar noch der Geheimraum sein. Ich weiß nicht, ob ich den mit dem I Can See Forever jetzt irgendwie noch finde. Weil ich ja nicht weiß, ob das irgendwie... Warte mal. Ob das nur einmal jetzt was freischaltet oder halt alle auf dem Stockwerk. Deshalb gucke ich mich mal gerade noch um. Ob ich den Geheimraum finde. Und wenn ich den finde, dann scheint das ja tatsächlich zu funktionieren.
Sieht aber fast nicht so aus. Oh doch. Cool. Oh, ein weißes Herz. Also wir kämpfen jetzt gegen Marm, ne? Deswegen weißes Herz nehme ich jetzt schon mit. Normalerweise macht man das natürlich nicht, sondern tötet erst den Boss. Aber wir kämpfen jetzt gegen Marm, wo ich einfach nur hoffen kann, so viel Schaden nicht zu... Shit. So viel Schaden nicht zu nehmen. Was wahrscheinlich ziemlich utopisch ist, weil ich das Hirn habe und gegen Marm kämpfe. Was beides halt nicht... Naja. Ganz einfach ist, will ich mal sagen. Dann mach ich selber mir da irgendwie Feuer hin. Toll. Au! Da geht es nämlich schon los. Jetzt darf ich keinen Schaden mehr nehmen. Sonst ist mein Dingens weg. Ja, ich will nicht. Mit sowas kann ich natürlich Mom dann tatsächlich Autsch Schaden machen. Das war's mit dem weißen Herzen. Schade. Au! Ich muss doch Mom damit treffen mit dem Hirn, sonst ist das extrem verschwendeter Schaden, den ich nicht unbedingt habe eigentlich. Au! Na gut, okay. War jetzt nicht so glorreich. Was haben wir hier? Regeneration? Was? Was ist ein Regeneration? Also es klingt ziemlich geil, aber... Oh, der Vogel ist jetzt auch größer. ja, Regeneration und HP ab. Warum nicht? Ich gehe erstmal weiter. Auf jeden Fall ein neues Item, das wir noch nicht kennen oder kannten. So. Im Jutero. Das sind nervige Gegner. Au. Vor allem, wenn man ein Hirn hat. Können die... Shit. Extrem nerven. Ich weiß nicht, wie ich den jetzt so gut schon da ausgewichen bin, aber naja. Ich nehme das Glas mal noch nicht. Das ist wirklich nur für Notfälle jetzt gerade. Wegen Whore of Babylon und so. Ne? Ich möchte das ja eigentlich grundsätzlich gerne sein. Warte mal. Ja, doch, komm. Kostet zwar eine ganze Menge, aber hey. Also diese eine Truhe kostet eine Menge. Accepts your offerings. Ich weiß gerade nicht genau, was der Goathead tut. Aber hey, whatever. Wird schon nicht so schlecht sein. Glaube ich. Hoffe ich. Stirb! Das ist beides gestorben. Perfekt. Tja, ja, das ist nicht schön hier. Das ist gar nicht schön hier. Das war aber ganz schön hier. Ich hätte gerne durchaus die Pille da. Das ist noch eine Pretty Fly. Da kann ich nämlich tatsächlich so auch zwei von kriegen. Will ich das? Lohnt sich das? Nee. Oh, ich glaube, da war gerade meine Regeneration. Das ist gerade nicht so geil. Oh, der ging aber ziemlich schnell tot. Dabei habe ich gar nicht so viel Schaden. Und damit haben wir die Left Hand und das Book of Sins freigeschaltet. Na gut. Die Left Hand ist jetzt nicht so richtig toll. Das war einfach nur... Ich nehme sie mal kurz, weil, ne, dann hat man sie einmal gehabt und sie kommt ins Archiv, glaube ich. Aber so richtig toll finde ich die nicht, weil... Oh, shit. Das war gerade fies. Die macht einfach nur Truhen irgendwie rot quasi, ne? Also normalerweise hat man halt so und so eine Chance, eine rote Truhe zu kriegen und die erhöht halt die Chance, dass die Truhe quasi rot ist. Oder so, glaube ich. Kann sogar sein, dass die einfach aus allen Truhen rote Truhen macht oder so. Ich weiß es nicht genau. Au! What the fudge? Drecksvieh. Ja, das bringt mir nichts, aber da könnte ich mal gucken. Schade. Also so von wegen Geheimraum und so. Ih, nein. Au. Ich sehe gerade Probleme. Vor allem habe ich Probleme damit. Ich nehme das mal mit. Ich weiß, Whore of Babylon und so, aber... Ich mache mir ein bisschen Sorgen, dass ich das nicht hinkriege mit der Whore of Babylon. Weil ich dann nur ein Leben noch habe. Das heißt... Der nächste Treffer tötet mich. Das heißt, das bringt mir sowieso nicht so richtig viel. Der Versuch, die zu kriegen und zu behalten. Aber ich möchte trotzdem erstmal das Leben da so
in meiner komischen Jar behalten. Weil ich halt noch nicht so richtig weiß. Lass es erstmal da drin. So. Ja, gucken wir mal, ne? Was ist das hier? Weiß nicht genau, was ist. Das war gar nicht so clever. Was tut das nochmal? Es hat... Ach Gott, es hat alle Items verändert. Ich bin ultra langsam. Meine Jar ist weg. Toll. Ich glaube, ich habe gerade meinen... Habe ich jetzt irgendwie dieses Kakaozeug? Ich glaube, ich habe den Kakao, weil ich muss jetzt drücken die ganze Zeit, damit irgendwas passiert. Treffe gerade ungefähr gar nichts. Toll. Gerade hat das irgendwie besser funktioniert. Warum treffe ich gerade nichts? Die Dinger fliegen ungefähr gar nicht. Diese Orbit-Teile. Hilfe! Ich kann Sachen stunnen. Yay, aber... Au. Shit. Das ist so blöd. Also so kommen irgendwie... Autsch. Shit. Sachen raus. Oh, ich habe irgendwie scheinbar einen Magneten. Beziehungsweise... Hä? Was war das denn? Ich blicke nicht, was passiert. Hilfe. Und ich bin so ultra langsam. Also absolut ultra langsam. Crap, nein, geh weg. Okay, das darf mitkommen. Ich kann scheinbar größere Dinger machen, weil ich irgendwie... Ich kann einfach durch Steine latschen. Ich habe keine Ahnung, was gerade abgeht. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was gerade abgeht. Ich würde das eigentlich ganz gerne nach da... Shit, nach da unten machen. So viel dazu. Ich bin so ultra langsam. Und ich mache keinen Schaden. Diesmal kann ich aber... Jetzt fliegen die Dinger wieder weiter. Perfekt. Dann mache ich nämlich vielleicht ein bisschen Schaden, indem ich einfach hier in der Gegend rumlaufe. Und mich nicht von den Händen treffen lasse. Shit. So viel dazu. Also nicht von den Händen treffen lassen und so. Oh, oh und... Verdammter Dreck-Mistraum, sorry. Boah, das versaut mir wahrscheinlich jetzt gerade den Run, ne? Ich habe halt viel Leben, aber das war es auch. Und vor allem habe ich das Leben so aktuell gerade einfach gar nicht. Stirb, bitte, stirb einfach. Ich meine, das ist super lustig gerade, aber... ich blicke halt nicht, wie es funktioniert. Und wie ich damit so richtig Sachen treffen soll. Und es macht halt auch ungefähr keinen Schaden. Also gar keinen Schaden. Alter, macht mir das gerade gar nichts. Doch, ich wollte gerade sagen. Oh, es kam irgendwie ein blaues Herz. Warum auch immer. Habe ich noch nicht so ganz durchschaut. Bin zu langsam. Hilfe. Ah. Sie rammen mich. Sie töten mich. Ah. Nicht. Ich will nicht. Dieses komische Spinnendingen da, oder was genau es ist, der Spinnenhintern oder was auch immer, ist ziemlich cool, muss ich ja sagen. Das ist verlangsamen und so, aber... Moment, was passiert? Ich habe irgendwas passiert, wenn ich mich nicht bewege für einen Moment und nicht schieße. Das ist ja total interessant. Ja. Also, ich hoffe, mir das was bringt. Loki, perfekt. Ein Gegner, der mir... Der irgendwie... Alter, die werden angezogen. Was? Kann das... Hilfe! Alter! Hilfe!
nicht. Ah! What the hell? Ich will nicht! Ah! Oh Gott! Was passiert hier? Was passiert hier? Ich will hier raus. Ich traue mich gerade auch nicht so richtig, eine Bombe zu legen. Ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt eine Bombe lege, dann ist auch gegessen irgendwie. Ich habe vor allem nur noch... wenn ich jetzt einmal noch getroffen werde von denen, bin ich halt tot, ne? Das ist gerade extrem ungünstig. Ich weiß nicht so richtig, was ich machen soll, weil... Ausweichen ist gerade nicht so richtig... möglich gefühlt, weil ich nicht so richtig weiß, wie die sich bewegen, weil die sich halt total strange bewegen. Okay, das hat durchaus funktioniert. Speed und Range Up. Speed Up ist gar nicht so schlecht. Scheint tatsächlich zu helfen. Tja, da drüben soll der Geheimraum sein, habe ich gehört. Den gehe ich mal gerade besuchen. So. Das hat hier irgendwie ein komisches... Das ist nicht schlecht. War ich da hinten in dem Geheimraum? Ich weiß es nicht. Nee, da war ich nicht drin. Da gehe ich jetzt erstmal hin. Auch wenn das ein weiter Weg ist und nicht mit meinem komischen Zeug hier. Oh. Ich sollte diese komischen Räume einfach nicht besuchen. Ganz ehrlich. Verdammt, dann. Ah. Oh, ich will nicht mehr. Ich glaube, das ist mit Abstand einer der schlimmsten Runs, die ich je hatte, ey. Und er ist natürlich mit Eve. Ja, toll. Da, geh weg. Komische Hand. Also ich finde das durchaus extrem witzig mit diesem Orbit, ne? Aber er ist gerade einfach... Ich mache halt keinen Schaden. Ich mache halt überhaupt keinen Schaden, sonst wäre das vielleicht sogar ganz witzig. Oh Gott. Ja, ich weiß nicht, wie ich jetzt Mom töten, also Moms Haar töten soll, ganz ehrlich. Das ist, sind schöne Gegner natürlich. Alter, da ist null Schaden bei, ne? Null. Ja, doll. Die ziehe ich wenigstens nicht an, die Gegner. Eben. Shit. Mir scheint irgendwie auch nicht jeder Schuss tatsächlich mir irgendwie Schaden zu machen, ne? Auch wenn ich nicht hundertprozentig genau weiß, wie das funktioniert. Wann mir hier irgendwas Schaden macht. Oh. Das Necronomicron. Das liegt übrigens, wenn ich das richtig verstanden habe, an meinem komischen Ghost Baby. Irgendwie, wenn das getroffen wird oder so von einem Schuss, dann... Aua oder so? Glaube ich. Irgendwie so. Ja, ne? Also wir haben halt da so einen Chub und ich weiß nicht so richtig, was ich tue hier. Und schieße einfach mal in der Pampa rum und hoffe halt, er stirbt irgendwann. Ich bin doch auch viel zu langsam, um nachher irgendwie Mom auszuweichen. Das geht doch gar nicht. Oh, habe ich etwa... Sind das Homing-Bombs? Ich glaube, ich habe Homing-Bombs. Dieses komische... Dass die irgendwie... Shit, zu langsam für Last. Zu langsam für Last. Definitiv Shit. Zu langsam für Last. Last wird mich jetzt töten, ungefähr. Es sei denn, mein Schild hält lange genug. Dann tötet es mich nicht. Es tötet mich nicht. Mein Schild hält lange genug. Danke. I found Pills. Na prima. So ein Full Health wäre jetzt toll gewesen oder so, aber nö. Ja, nicht da reinlaufen, Snizzle, hatten wir heute schon öfters. Also Leben könnte mir jetzt hart helfen, aber es sind dann doch Schlüssel. Toll. Okay, die Homing Bombs könnten mir noch irgendwie wirklich einen Teil des Runs retten. Beziehungsweise halt insgesamt den Run retten. Möglicherweise. So, noch ein Schlüssel. Warum sind es immer Schlüssel gerade? Und nicht mal Herzen. Ich kriege sonst immer alles mit Herzen voll, ne? Aber auch jetzt, wo ich sie gerade brauche, da natürlich nicht.
Komische Hände, ich will sie nicht. Ah. Okay, das waren aber die Hände. Ah. Oh, ein halbes Herz. Perfekt. Habe ich gerade ein ganzes durch das halbe gekriegt? Es ist schlecht, wenn man überhaupt nicht weiß, was für Items man hat, ne? Dann... Eine Arkade. Ich habe noch 20 Münzen. Oh ja. Das könnte mir durchaus genug Leben geben, dass irgendwas passiert. Shit. War das komische... Hallo, kommst du jetzt bitte mal da raus? Ey. Also, jetzt treffe ich nicht mehr, wa? Du bist ein verdammtes Mistviech, ne? Jetzt komm da wieder raus. Danke. Was ist da jetzt gerade passiert? Bleib hier, Herz, bleib hier. Okay, oh, noch ein Herz. Schön. So, gucken wir mal. Oh, Bomben. Ja, warum nicht, ne? Bomben helfen mir immer erstmal. Schlüssel jetzt nicht unbedingt, weil davon habe ich schon viel zu viele für diesen Run. Oh, mehr Bomben. Ich glaube, es wird wirklich ein Bombenkampf gegen Mom's Heart. Oh, schade. Weißt du was? Ich springe das Ding hier oben schon mal. Shit, da kommt nur Geld raus. Das ist nicht so toll. Das hilft mir nicht so richtig viel. Ich springe das hier aber auch schon mal. Und auch Geld raus, aber auch eine Münze. Perfekt. Ein Herz. Skatole. Ne. Oh, Skatole. Ja, ne? Warum nicht? Ich bin der eiserne Pupenmensch oder so. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Ich habe das Gefühl, aber die Augen treffen nicht mehr so gut wie früher. Also früher haben die ja wirklich eigentlich fast immer getroffen, aber inzwischen tun sie das scheinbar nicht mehr. Das ist ganz schön. So, das kriege ich da leider nicht rüber. Oh crap. Was mache ich denn jetzt? Au. Also abgesehen von Schaden nehmen und auf die Fresse kriegen. Nee. Hm. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Kann ich die überhaupt? Ja, ich kann die treffen. Perfekt. Was macht man hier, wenn man nicht genug Reichweite hat, um die zu treffen mit Number One oder so? Ja, toll. Also ich habe halt noch quasi ein halbes Herz mehr gekriegt dadurch. Oh! Komm zu mir! Komm zu Papa! Danke! Ja, das ist blöd. Was zur Hölle? Shit, shit. Das war das halbe Herz. Und dann bleibe ich sogar noch im Komischen drin stehen. So, ich versuche das jetzt. Mom's Heart. Ich weiß nicht, was passieren wird. Ich weiß überhaupt nicht, was passieren wird. Aber wir legen da mal... Das Schöne ist, dass ich von den meisten irgendwie nicht so richtig getroffen werde. Und ich weiß nicht genau, warum, aber es ist irgendwie so. Also es treffen mich irgendwie nicht, scheinbar nicht alle von den normalen Schüssen, was ganz schön ist. Warum auch immer das genau so ist. Und ich muss gerade nicht so richtig drauf achten, wohin und wie, dass ich die treffe, weil ich treffe sie halt so nebenher. Das heißt, ich kann mich darauf konzentrieren, Sachen auszuweichen. Auch wenn das jetzt gerade nicht so richtig funktioniert, ne? Da, die sind zu schnell, sie sind zu schnell, sie sind zu schnell. Bomben! Mir das Herz. Herz, bleib hier. Oh, die Seite ein bisschen hier. Ich lege noch eine Bombe. Komm. Ja, Alter. Hilfe. Es schießt auf mich. Es schießt auf mich hart. Herzen. Yay. Stirb. Okay. Bekommen noch einen Abspann zu sehen. Einen neuen, den Eve-Abspann. Oh. Ja. Kaboom. Oh, da wird's wieder laut. Ah, jedes Mal. Wann wird das wohl mal gepatcht? Ja. Der Run wäre ja fast noch in die Hose gegangen, ne? Weil
ich wieder meine Items habe verrollen lassen. Ich sollte das nicht mehr machen. Das kann man in Runs machen, die sowieso nur so aus Jux und Spaß sind, aber nicht vielleicht in Runs, wo man wirklich irgendwas schaffen will, sonst geht das, naja, fast sicher schief. Aber wir haben es geschafft mit Eve noch dann gegen Ende mit Glück, definitiv mit Glück. Und wir haben Epikak freigeschaltet. Eins meiner Lieblings-Items. Eins meiner absoluten Lieblings-Items. Ich hoffe, ich kriege das dann in nächster Zeit mal. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss.